Ich grüße euch und heiße euch recht herzlich willkommen zu dem hier. Scheiße, wie muss ich das halten? Alter, so viel Kameras, so viel falsch machen. Ich habe die Plastikfolie schon mal abgenommen und ich habe hier nichts beschissen. Mein Gott, quatsch mir nicht voll. Ich kann die Booster doch eh nicht abwiegen, glaube ich. So, ich wollte nur mal ein bisschen Zeit sparen. Hier, den Code gibt es für euch. Kann man nicht viel mit anfangen, meiner Ansicht nach. Aber auf jeden Fall, wer den Code haben möchte, der kann ihn gerne nehmen. So, dann haben wir hier hoffentlich 8 Booster. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Perfekt. Was denn? Ja, alles okay. Ah, ich bin aufgeregt. Ich habe davon jetzt einige Tins gekauft. Denn jeder weiß, was man hier drin braucht. Es sind Shinies. So. Ah, fast den Kartentrick vergessen. 1, 2, 3, 4. Wir brauchen hier die Cummins und alles, denke ich, nicht mehr so im Großen und Ganzen angucken. Ah, wo mache ich das Bild hin? Ich denke, ich halte es hier. So. Lutexo, Magma, Sichlung, Lumanda, ja. Oh, Raupi Reverse habe ich schon. Geowatz ist auch Much. Stahl, Safkon, ja. Das gibt's nicht. In der Tin, die ich hier vorgeöffnet habe, einfach mal so, just for fun, war auch ein Smetbull Reverse drin, aber kein Pixie. Und das war da sogar gut so. Was war die dritte Reverse? Da war noch eine dritte drin, die ich nicht hatte. Voltoball. Wenn hier jetzt noch ein Voltoball in Reverse drin ist, dann höre ich sofort auf. Dann wird das hier nie wieder geben. Also, machen wir Schluss mit dem Bums. Nein, es ist aber ein Blitzer Reverse. Und das ist schön. Reverse Solo Rare. Ich weiß nicht, ob ich das normal habe oder ein Reverse, aber ich glaube, das ist schön so. Und ein Holo Evoli passend dazu. Sehr schön. Bis jetzt die Tinbox hier aber mau. Aber vielleicht kann ja jetzt noch alles kommen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Piu. Arboretos in Shiny. Sehr schön. Das freut mich. Ich würde fast sagen, ich habe den schon, aber ich nehme die gerne. Und Bildanalyse. Nicht viel wert, denke ich. Aber selbst wenn, ich habe sie schon ein paar Mal. Ich brauche sie nicht. Ich bin Sammler. Ich will die alle einmal haben und nicht eine fünfmal. Versucht online mal aus. Ich schmeiße den Code weg. 1, 2, 3, 4. Falls das schon eingelöst ist, ja, dann warte vielleicht nicht schnell genug. So, 3 Trainerkarten. Jo. Hokus Durchhaltevermögen. Reverse. Und Aquana 4. Oh, das sieht hier nach einem eher mildem Display Open, Display sei schon Pin Opening aus. Obwohl, naja, eine Reverse Solo Energie. Die ist immer sehr schmausig und ein Lapras in Much. 2 Packs haben wir noch. Ich habe gerade einen Glitzerrand gesehen. So, das. Oh, und direkt noch eine Shiny Tarnhell Karte. Oh yeah, und dahinter ist trotzdem noch ein Glitzerrand. Ist eine normale GX. Aber trotzdem, oh, erstmal ein Shiny Tunnel. Oh, dieses Silbergold. Oh. Beste. Und dahinter haben wir Onyx. GX. Ja, den hatten wir schon ein paar Mal. Ich packe ihn trotzdem mal hier hin. Ist ein netter Pull. Dafür kriegt ihr erstmal hier diesen Code nochmal als kleinen Bonus. Und 8. Booster jetzt. Ist hier noch was drin? Es ist da, glaube ich, noch was drin. Ich möchte meinen, da war ein Rand, der nicht gelb ist. Auf Verdacht lasse ich euch den erstmal da. So, Feenenergie. Georock Chanera. Evoli. Und dahinter. Oh yeah! Und dahinter Bills Analyse, das ist egal, aber nochmal eine nette Full Art. Argoyon GX, Bestienraubzug, Jetnadel, Stachel GX. Oh, die sieht auch sehr hübsch aus.
gefällt mir. So kann man ein Opening beenden. So, ich werde das alles jetzt mal eintüten. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Mal sehen, was es gibt. Ich habe noch die ein oder anderen Welten im Wandelbooster. Ich habe noch die ein oder anderen Galar-Kollektionen. Ich habe noch die ein oder anderen Mauzi V-Max Spezialkollektion und ich habe auch noch die ein oder andere hiervon. Also, abonniert den Scheiß, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss, Kinder!